Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir gucken uns heute das TSF aus Vesbeck an. Ja, das Vesbecker TSF habt ihr oft nachgefragt. Feuerwehr Willi, was hast du bei dir in deiner eigenen Wehr? Heute ist soweit, heute schauen wir uns mal das TSF an und du zeigst mal, wie das Feuerwehr Willi-Fahrzeug der eigenen Ortswehr aussieht. Los geht's! Hauptsache Mercedes, ne? Jetzt fehlt mir nur so eine Goldkette. Ich mache das heute natürlich nicht alleine. Ich hole mal ganz kurz nochmal zwei Jungs dazu. Einmal hier den Laurent. Das bin ich. Und holen wir nochmal den Robin auch noch dazu. Das bin ich. Das bin ich. So, also, wir sind hier, wir haben das Auto rausgefahren, gab es erstmal richtig schönen Regen. Mit allem, was dazu gehört, Eicheln drunter, alles. Herrlich, ne? Leben mit der Lage macht ja nichts. Wir gucken uns jetzt das schöne TSF an. Du hast uns schon ein bisschen beneidet, ne? Auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv. Okay, das TSF ist das Tragkraftspitzenfahrzeug von unserer Ortswehr. Wir sind ja Freiwillige Feuerwehr Stadt Neustadt am Rübenberge und die Ortswehr Vesbeck, ne? So, kleiner Ort, deshalb auch natürlich relativ wenig Einsätze. Also wenn wir einen zweiten Einsatz haben, dann kommen wir uns manchmal schon vor wie eine Berufsfeuerwehr. Nein, aber wir sind natürlich bei 400 Einwohnern eine Feuerwehr mit Grundausstattung. Das heißt, die Einsätze sind natürlich etwas weniger, würde ich mal sagen, aber man kann mit dem Auto schon sehr viel machen. Man sollte sich nicht wundern, was alles so drinsteckt in einem normalen kleinen TSF. Ein TSF wird ja auf den Feuerwehrschulen immer liebevoll die Speerspitze der deutschen Feuerwehr genannt. Hört sich ein bisschen übertrieben an, ist es aber nicht. So, wir gucken einfach mal rein. Wir werden mal sehen, was so ein TSF in sich hat. Und beim TSF ist die Herausforderung auch, natürlich hat ein TSF nach Norm eine Beladung von einer Gruppe. Hier sitzt mal eine Staffel drauf, wir können mal zählen. Fahrer, Beifahrer, zwei Leute und die Mannschaft, nochmal vier dazu, macht sechs Leute. Ne? Eine Staffel hat 1,5, vorne sitzt der Staffelführer, Maschinist, fährt natürlich und dann die Wassertrupp und Angriffstrupp sitzen hier wunderbar verteilt. In aber einer geräumigen Kabine. Ne? Ja, das Fahrzeug ist Baujahr 95, das heißt, wir sind jetzt momentan 24 Jahre alt mit dem Fahrzeug. Das heißt, es kratzt so langsam an der Lebenserwartungsgrenze. Das heißt, wir haben jetzt schon seit einigen Jahren, kümmern wir uns schon um die Nachfolger von dem Fahrzeug, TSF, TSFW, wissen wir noch nicht so genau. Aber ist ein zuverlässiges Teil. Ne? Das muss man sagen, das ist auch so einer Zeit, wo man noch Qualität gebaut hat. Ist ein 140 PS Benziner. Was man hier nochmal rein einsatztaktisch sieht, wenn ich zum Einsatz komme und es ist im eigenen Ort, tragen wir bei uns, das ist aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, so gelbe Einsatzleiterwesten. Oder wenn ich im anderen Ort bin, zur Unterstützung hinzugezogen werde, tragen wir die rote Kennzeichnungsweste mit der Fahrzeugbeschriftung Vesbeck TSF, ne? Dass man sozusagen sieht. Aber so eine gelbe Weste gibt es im Einsatzfall immer nur eine. Bei unserem Ort ist das meistens meine, wenn ich da bin. Oder im anderen Ort ist es eine andere Einsatzleiter und wir tragen dann alle rot. Und die wissen, ich bin der Gruppenführer oder Staffelführer von dem Fahrzeug. So, ja, das Fahrzeug, ich will es nicht so tun, als wäre es jetzt das Mörder-Feuerwehrauto, ne? Also in der Mitte hat man hier so ein paar, können wir mal schauen. Ein paar Warndreiecke liegen da, wir haben da ein bisschen mehr auch als normal. Warndreiecke liegen, Blinkleuchten, das gute alte analoge 4-Meter-Band-Funkgerät. Dann haben wir ja Einsatzstellenfunk, die 2-Meter-Handfunkgeräte, ne, drei Stück. Und ja, es ist halt alles ziemlich nach Norm. Ne? Man hat immer so Kleinigkeiten, wir haben jetzt zum Beispiel noch so eine Beatmungsmaske, wir haben. Man hat so manchmal so ein paar versteckte Fächer, zum Beispiel in der Fahrertür, ne? Und der Beifahrertür auch, sind jeweils zwei Lampen verbaut. Das heißt, wir haben hier so diese Verkehrssicherungslampen, Blinkleuchten. Ist aber auf der Beifahrerseite auch. Wir haben hier hinter, wenn man guckt, einen Anhaltestab, ne? Also zu gut Deutsch eine Kelle. Ne? Blitzleuchten, die kennt ihr ja noch aus meinen anderen Videos, so sozusagen eine Verkehrssicherung machen kann. Also das Auto ist schon dafür ausgelegt, also ich sag mal zum einen die Einsatzstelle abzusichern, das ist sozusagen eine klassische Aufgabe des TSF, das ist hier nicht das Fahrzeug, um irgendwie ein Auto aufzuschneiden. Ne? Und da sind wir ganz gut drauf vorbereitet, das heißt wir haben ordentlich Warndreiecke, ordentlich Blitzleuchten, dabei und natürlich was ein bisschen Löschmaterial für die Gruppe.
Was hier so besonders ist, man hat, das kann man jetzt vorteilhaft oder nachteilhaft sehen, also man hat die Beladung und die Mannschaft gemischt. In den klassischen neuen Fahrzeugen ist es so, dass man einen Raum hat, wo die Mannschaft zum Großteil drin sitzt, ein paar kleine Geräte, aber dass hier so Atemschutzgeräte hier so auf so einem Gestell sind und sowas, das kennen die meisten gar nicht mehr. Ne? Das ist sozusagen unsere Atemschutzbatterie. Ne? Wir haben vier Geräte. Ja. Wir haben hier sozusagen dann auch gleich dran hängt unsere Atemschutzüberwachungstafel, ne? Wo man hier ganz normal die Zeiten einstellen kann. Wichtig ist, wenn man die Zeiten einstellt, einmal komplett aufdrehen und wieder zurück. Ne? Ich wollte hierzu auch nochmal ein Video machen. Und da kann man die ganzen Drücke abfragen und eintragen. Man hat halt auf den ersten Blick sieht man nicht so viel, aber da muss man oft tätig werden, hochklappen. Man hat hier einen Bolzenschneider, man hat ganz normale Mehrzweckstrahlrohr, man hat hier das hohe Strahlrohr, genau, Verteiler, ein D-Strahlrohr. Man sieht auch schon viel zum Absperren, ein Absperrband ohne Ende. Auch so ein Notfallhammer. Also wenn es ganz hart auf hart kommt, können wir schon eingreifen. Aber es ist natürlich jetzt von außen so nicht so, wie die Fahrzeuge ich sonst vorstelle. Ne? Aber es ist alles dabei. Ne? Wir haben ordentlich C-Schläuche, B-Schläuche hinter dem Sitz, auf beiden Seiten. Ne? Man muss halt aufpassen, wenn man den Schläuche nicht anfängt zu viel aufzupacken. Es passen nämlich auch mehr rein. Und wir haben dann mal versucht, mit Hilfe einer Fahrzeugwaage mal zu gucken, was wir überhaupt wiegen. Und haben festgestellt, dass das Auto zu schwer war. Und mussten dementsprechend ein bisschen reduzieren und auf die Norm wieder zurückrüsten. Hier unten haben wir noch ein paar Übergangsstücke. Man sieht auch schon für den landwirtschaftlichen Anschluss von A auf B und so weiter. Weil die Faltkegel haben wir hier nochmal. Ein bisschen was für technische kleine Kegel, was so spart und sowas. Feuerwehrachse, eine lange Brechstange. Alles Sachen, die man eigentlich sehr gut gebrauchen kann im Einsatzfall. An den C-Säulen haben wir diese Schlauchhalter immer beidseitig angebracht. Dann haben wir noch diese Köcher für die Atemschutzgeräte. Ne, hier sind also die Masken quasi sind hier drin. Atemschutzmasken sind hier verstaut. Dann haben wir hier noch die Schubfächer. Da muss man ein bisschen eine Drehbewegung die aufmachen. Da muss man darauf achten, wenn man die zumacht, dass die auch wirklich einrasten. Ne, nicht, dass die nur so gegengedrückt sind, weil bei der nächsten Bremsung würden die rauskommen. Und haben wir jetzt hier Filter drin für die Filtergeräte, Fluchthauben, die Personenrettung und wir haben hier noch dekontaminierende Reinigungstücher, sozusagen nach dem AGT-Einsatz, dass man sich hiermit die kontaminierten Sachen abwischen, abputzen kann, weil das ist ja auch ein Thema, das ist sozusagen unser Hygieneboard in klein. So, immer noch mal die Probe ist zu. Genau, gucken wir mal auf der anderen Seite. Hier haben wir auch ein Schubfach. Also hier oben drauf liegen ordentlich Leinbeutel. Ne? Und hier drin auch alles voller Leinbeutel. Ne? Also gerade, ich würde mal sagen, unsere Feuerwehr ist, was Knoten angeht, sehr fit. So. Wir haben hier noch so einen ABC-Pulverlöscher hier unten angebracht und daneben ist noch eine Decke, die haben wir immer so zum Zudecken, das ist so eine Malerdecke, die haben wir genommen, aber die hat bei uns die Funktion, dass vielleicht auch mal, wenn man eine Person bergen muss, vielleicht die auch ein bisschen bedecken oder verdecken kann. Ja gut, das ist unser Brennlicht weg, das ist einer unserer wichtigsten Sachen, das ist unser Fahrzeugtank. Ein TSF hat ja sonst kein Wasser dabei, außer diese 10 Liter in einer wunderschönen Kübelspritze. Genau, wo man jetzt dieses Strahlrohr festmacht, ob nun hier oben beim Transport oder am Schlauch, das überlasse ich Ihnen selber. Ne? Das ist quasi unser ganzes Wasser. So, dann schauen wir nach hinten. Ich überlege, ob sich vielleicht Laurent dabei ein bisschen hilft. Achso, was man natürlich jetzt auch erstmal auf Anhieb nicht sieht, ne? Dass hier oben natürlich eine vierteilige Steckleiter hat. Das ist auch eine Norm. Ne? Und für unsere Gebäudehöhen reicht diese vierteilige Steckleiter immer aus hier im Festbett. So, bei uns ist es dann so, dass die AGTs sich ja ausrüsten im Einsatz. Wir erfahren ja vorher, was los ist. Wir fragen in der Leitstelle oder sehen es auf dem Pieper, was wir für einen Einsatz haben.
dementsprechend rüsten sie sich aus. Und dann haben wir hier diesen Tipp vielleicht für euch, dass man sich diese Gurte, die gibt es in drei Größen bei uns, 1, 2 und 3, dass man dann sich den richtigen Gurt greift in seiner Größe und dann los in den Innern, was sich ausrüstet und fertig macht. Wenn man weiß, Wohnungsbrand, diese Meldung, das weiß man ja vorher auch schon, dann greifen wir hier auch nochmal zu und nehmen unseren Schlauchtragekorb, den wir ein bisschen vorbereitet haben für den Innengriff. Der steht nicht auf dem Auto normalerweise, sondern wird bei uns dann bei Bedarf gegriffen und ins Auto reingepackt. Und zwar ist hier der mobile Rauchverschluss. Und auf der anderen Seite sieht man eine Fluchthaube, Schlauchhalter, Leinbeutel und ein Schlauchpaket. Das Schlauchpaket haben wir jetzt ganz normal mit dem Hochschraubrohr schon vorbereitet. Mit Klettband, das springt ja also ganz normal in Klebeband, das ist auch eine Variante, die man machen kann. Und dann kann man hier rucki zucki alles rausnehmen. Ne? Und vor allem der mobile Rauchverschluss, die Befestigung hiervon, stört auch nicht. Ne? Okay, das mal so als kleinen Tipp für euch. Und dann gucken wir uns mal weiter das Auto an. Viele versteckte Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel in den Türen eine kaputte Lampe hat. Was ist das? Also die Qualität von den Lampen ist ja hervorragend. Alter, ist das geil. Rubbel die Katz. Ich sag mal so. Ist das geil. Aber die eine Hälfte hängt noch drin, ne? Da muss man nicht sagen, dass er nicht hält. Und sie geht sogar noch. Die ist zu verrückt. Ja, dann mach ich das Fach nochmal zu und erzähl nochmal von vorne.